Ja, moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Part Nummer 10 Super Mario 64. Ja, in der 3D All-Stars Collection auf der Nintendo Switch, hier auf meinem Kanal. Der Trisomat 3000 hatte ja im letzten Part kommentiert und ich weiß jetzt dank dem Trisomat 3000, ja, wie wir hier die Felswand zerstören können. Das heißt, wir gehen jetzt direkt hier rein in die Welt und ja, dann schauen wir mal, dass wir die Felswand hier erst einmal zerstören. Ja, er hat fleißig kommentiert und sehr viel nützliche Tipps, ja, abgegeben. Ich weiß jetzt auch, warum man hier oben, ja, diesen Stern gesehen hat. Das hat er auch alles mit reingeschrieben in die Kommentare im letzten Part. Und ja, wir müssen hier nur in die Kanone hinein, ja, dann müssen wir uns nur hier oben an die eine Ecke schießen, und zwar hier diese Ecke ist das. Ja, so nebenbei, ich wäre alleine, wäre ich nie darauf gekommen, dass man sich hier an diese Ecke schießen muss, hier oben rechts. Wir machen das jetzt nochmal, das war ein bisschen zu niedrig. Ja, man hat ja in den letzten Parts auch gesehen, dass da ein Stern zu sehen war. Ja, und dieser Stern, das war wohl irgendwie so ein Grafikfehler, deswegen konnten wir den sehen. Ja, da haben wir es auch jetzt gerade gesehen. Da müssen wir uns noch gegenschießen. Ja, ich glaube, wäre ich da drauf gekommen, dass hier der Stern ist, dass man da die Felswand zerstören soll. Ja, von ganz allein, wie gesagt, wäre ich da niemals im Leben drauf gekommen. Ja, dann sacken wir uns natürlich noch den Stern ein. Und natürlich, ja, vielen lieben Dank nochmal hier an der Stelle an den Trisomat 3000. Ja, für die wunderbaren Tipps und so, weil, wie gesagt, ich wäre da wirklich niemals drauf gekommen von ganz alleine, dass hier diese Ecke gemeint ist von der Felswand, weil das ist ja eigentlich so gesehen, sind das ja ganz normale Steine hier, ja, Mauern in dem Sinne, und bei einer Felswand, ja, da denkt man eigentlich an irgendwas anderes. Ja, dann sagen wir natürlich hier den Stern einmal ein, das ist natürlich sehr nice, somit haben wir hier... Ja, die Welt einmal komplettiert, das heißt, die zweite Welt hier ist somit abgeschlossen. Insgesamt haben wir jetzt ja die dritte Welt abgeschlossen mit der Schneewelt, was ja eigentlich die vierte Welt ist. Ja, wir können natürlich eigentlich nochmal reingehen und die 100 Münzen sammeln, aber da hatte ich ja schon gesagt, dass ich diese 100 Münzen, also den siebten Stern, ja, den werde ich irgendwann einmal am Ende des Let's Plays einsammeln, diese 100 Sterne. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal aus dem Kurs hier wieder raus. Wir haben ja die 6 Sterne. Ja, und wie gesagt, die 100 Sterne, die sacken wir uns dann irgendwann ein. Ja, wenn wir soweit sind, das heißt am Ende des Let's Plays. So, jetzt wäre ja hier unten rechts noch die Welt, was ja eigentlich die zweite ist. Die vierte ist ja eigentlich hier die Schneewelt, die wir jetzt da schon abgeschlossen hatten in den letzten Parts. Die erste links ist ja hier oben, ohne den, wo man keinen Stern braucht und so. Hier braucht man eigentlich 3, die vierte Welt. Ja, jetzt haben wir die zweite Welt hier hinten, den Wucht-Wumms-Ball-Dings hier mit König Wump abgeschlossen. Ja, und das hier ist ja eigentlich die zweite Welt. Und ich würde sagen, die werden wir jetzt hier auch als nächstes in Angriff nehmen. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir die Piratenbucht-Panik. Kurs 3 ist das. Ja, also eigentlich ist das ja die dritte Welt, die zweite Welt war eigentlich die mit dem Wump, also Wumms Buchtwall. Ja, und die vierte wäre dann die Schneewelt. Tauche in das Schiffswrack. Ja, schauen wir mal. Ah, und wir lesen natürlich auch hier die Schilder immer. Ja, zumindest das erste Mal, wenn wir reinkommen in die Levels. Achtung, Achtung, bevor du dich in die Fluten stürzt, solltest du dir Folgendes merken. Bleibst du zu lange unter Wasser, könnte dir die Luft ausgehen. Achte auf die Sauerstoffanzeige. Schwimme zur Oberfläche oder sammle Münzen und Luftblasen, um wieder Sauerstoff zu tanken. Drücke den B-Knopf, um zu schwimmen. Halte ihn gedrückt, um mit den Füßen zu paddeln. Ja, das weiß ich alles schon. Bewege beim Schwimmen den linken Stick nach oben, um zu tauchen, und nach unten, um zu steigen. Springe aus dem Wasser, indem du den linken Stick abwärts bewegst und springst. Dafür musst du dich an der Wasseroberfläche
oder nahe am Ufer befinden. Achte jedoch darauf, dass du den linken Stick während des Sprungs loslässt. Ah, ja, sehr nützliche Tipps auf jeden Fall, mal hier die Schilder. Die sollte man natürlich nach und nach alle immer lesen und so. Und das machen wir auch immer, wie gesagt, beim ersten Mal. Schauen wir uns die Schilder natürlich nebenbei an. So, da haben wir jetzt so ein paar Münzen gehabt. Ja, hier den grünen Schalter übrigens, da weiß ich jetzt auch, wo der ist. Ja, dank dem Trisomat 3000, der hat da fleißig ja, seine Tipps im letzten Part hinterlassen. Das finde ich natürlich sehr, sehr nice auf jeden Fall. Hier haben wir auch noch ein Schild. In den roten, blauen und grünen Blöcken befinden sich verschiedene Mützen. Ja, den roten und den blauen, den haben wir ja schon aktiviert, also die beiden Schalter. Nur der grüne und ich weiß, wie gesagt, wo der ist. Das müssen wir dann, ja, in den nächsten Parts werden wir das auf jeden Fall machen. Mit dem dritten Schalter dann. Du musst die versteckten Schalter finden, um die Blöcke öffnen zu können. Ja, sehr nice. Ne, nochmal wollen wir das natürlich nicht lesen. So, jetzt schauen wir erstmal, Wir haben auf jeden Fall hier schon zwei rote Münzen. Da hinten sehe ich eine und dort ist hinten die zweite. Ah, ja, das ist ja die Wasserwelt hier. So, dann hoppeln wir erstmal hier im Busch ins Wasser. Ja, und hier habe ich auch die meisten Erinnerungen an die Welten. Also die ersten vier Welten. Das sind so die meisten Erinnerungen, die ich hier habe. Schauen wir erstmal hier so ein bisschen tauchen, hier erstmal ein bisschen. Ja, schnuppern erstmal hier in die neue Welt rein, die wir jetzt ja hier machen. Schauen wir mal, da ist noch eine Muschel irgendwie. In der Muschel hier so ein Cooper-Panzer. Ah, schauen wir mal, nehmen wir mal. Können wir den nehmen? Ich glaube ja, ne? Oh nein. Was macht er denn da? Okay, also auf jeden Fall können wir die, glaube ich, nehmen. Müssen wir mal schauen. Die müsste man, ja klar, mit Y auf jeden Fall. Ja, nice. So kann man hier viel besser schwimmen. Wollte nur gerade schauen, ist da noch was in der Muschel? Ja, da war noch ein roter, so eine rote Münze hier. So, dann müssen wir erstmal nach oben Luft holen. Oha, oha, oha. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die öffnen sich auch und ja, dann kann man da so ein paar Sachen drin finden hier in den Muscheln, die da sind. So, schauen wir erstmal weiter. Wir sollen ja eigentlich jetzt erstmal ja ins Schiffwrack ja, tauchen in dem Sinne. Dann würde ich sagen, schauen wir auch erstmal dahin. Hier haben wir schon wieder eine rote Münze. Dann tauchen wir erstmal hier runter. Hier ist das Schiffswrack. Da ist auch schon dieser glubschige Fisch, der da an der Seite da rausschaut. Da. Auch nice gemacht übrigens. Das fand ich ja damals schon sehr cool mit dem Fisch, der da so rausschaut. Ne? So, hier soll man irgendwie reinschwimmen. Tauche in Schiffswrack. Ah, jetzt brauchen wir gleich schon wieder Luft, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir lieber nochmal schnell hoch. Ich glaube, wir sterben gleich. Oh mein Gott. Lieber erstmal schnell nochmal Luft holen. Ja, durch die Münzen im Wasser übrigens, da kriegt man natürlich auch Luft, wenn man jetzt Münzen unter Wasser einsammelt und so. Ah, so, schauen wir erstmal weiter. Wie soll man denn da reinkommen? Ach, der Fisch ist jetzt, glaube ich, raus, ne? Da schwimmt er jetzt gerade. Das ist ja eher so ein Aal. So eine Art Aal. Ja, Tatsache, jetzt können wir, glaube ich, auch da rein. Nein, geh weg. Er will doch jetzt nicht wieder da rein, oder? Nö. Er ist weg auf jeden Fall. Nice. Das heißt, wir können jetzt hier ganz normal rein. Tatsache. Was haben wir denn hier? Boah, das ist so lange her, wo ich hier war. Hier haben wir noch so eine komischen Kisten. Kann man die öffnen? Ich glaube ja, ne? Ja, mit Y. Hier einmal gibt es eine Luftblase. Oh. Ja, öffnen wir natürlich alle einmal. Da ist natürlich auch noch eine Luftblase Nummer 2, ist das in dem Sinne. Dann gerade eine 2. Okay, hier wurden wir jetzt elektrisiert. Also waren wir ganz richtig. Wir müssen erst die da hinten machen, dann diese. Ah, okay, die muss man, glaube ich, in der Reihenfolge öffnen. Gut, dann machen wir erstmal jetzt hier diese. Sehr nice. Nummer 1. Ja, dann wieder die hier und dann die andere da hinten. Nicht die, die ich eben anvisiert habe, sondern diese hier. Oh, Nummer 3. Ja, und jetzt können wir natürlich die hier öffnen, wo wir eben so einen Stromschlag bekommen haben. Okay, okay. Irgendwas passiert hier jetzt gerade.
Ich glaube, das Wasser wird abgelassen hier irgendwie. Naja, Tatsache, das Wasser geht runter. Okay, okay. Schauen wir mal kurz. Oh. Ja, sehr nice. Sehr nice. Und ich denke mal, hier ist auch gleich der Stern dann irgendwo, oder? Oh nein. So, schauen wir erstmal so mit der Ansicht da hoch, Amma. Ja, da ist ja nur so ein Ausrufezeichen-Block. Wo ist denn hier der Stern? Also wir sind auf jeden Fall im Schiffsbarack. Das müsste ja da an dem Ausrufezeichen drin sein. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Ah, nein. Ja, ab und zu ist es ein bisschen nervig mit der Kamera. Der Sebastian X, der hatte... Der Sebastian X2 hat das ja auch schon geschrieben, dass er das Spiel jetzt ja auch spielt, hatte er kommentiert. Und ja, das findet er natürlich auch ein bisschen nervig. Ja, das hatte ich ihm auch geschrieben. Ich finde das natürlich auch so ein bisschen nervig hier mit der Kamera. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ne? Ja, Tauche in das Schiffswrack haben wir hiermit abgeschlossen. Einmal, das ist natürlich sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ja, speichern und weiter. Das heißt, nochmal rein zum nächsten Stern. Da schauen wir mal, wie der heißt. Okay, locke den Alcano heraus. War das der beim Schiffswrack? Oder welchen meinen die? Kano heißt er, okay, der Alcano. Oh, schauen wir mal, schauen wir mal. Übrigens, hier ist später noch eine Kanone, sehe ich gerade. Da müssen wir erstmal den rosa Knutschkugeln hier, ja, schnacken mit den Buddies. Und dann können wir hier mit der Kanone uns irgendwo hinschießen, überall da hinten und so. Da oben ist die Knutschkugel hier. Schauen wir hier mal kurz hin, dann können wir da eigentlich schon mal die Schalter aktivieren, oder? Können wir uns auch ranhängen, wunderbar. Oh, schauen wir mal, schnacken wir mal mit der hier. Mit der Knutschkugel hier. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Ja, sehr nice. Ja, die muss man ja immer pro Welt nur einmal anschnacken, hier die Buddies. Bist du bereit? Dann rein mit dir die Kanone, ja. Das kennen wir ja schon auch aus den anderen Welten. Was steht hier denn noch an dem Schild? Du kannst auf Bäume und Stangen klettern, wenn du gegen sie springst und den linken Stick nach oben bewegst. Durch Bewegen des linken Sticks zur Seite kletterst du umherum. Mit dem B-Knopf kannst du nach hinten wieder abspringen. Du kannst sogar auf der Spitze einen Handstand machen. Springst du aus dem Handstand von einem Objekt ab, machst du einen unglaublich hohen Sprung. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Was haben wir hier denn noch? Schauen wir hier erstmal. Okay, okay. Oh, die grünen Dinger da haben wir noch nicht aktiviert. Da ist auch ein Schiff. Haben wir da irgendwie drauf? Ich denke mal schon, ne? Mit der Kanone können wir uns das auch überall hinschießen. Aber wir sollen jetzt ja erstmal den Aal irgendwie rauslocken. Und da sehe ich gerade, da ist ein Stern da hinten. Okay. Können wir uns eigentlich auch erstmal holen. Wenn wir das mit der Kanone schaffen. Schauen wir mal. Ich möchte jetzt erstmal schauen. Ja, wo wir uns so hinschießen können. Schauen wir mal, schauen wir mal. Vielleicht können wir sogar den Stern da schon holen. Auch wenn wir eigentlich das mit dem Aal machen sollen. Da könnte man mal schauen, ne? Nö, ich glaube, das funktioniert nicht. Da könnten wir auf jeden Fall hin. Da könnte man sich die roten Münzen noch holen, aber das mache ich noch irgendwann. Sobald der Stern auftaucht für die roten Münzen. Ich glaube, ich schieße mich erstmal hier an diese Dinger da an. Schauen wir mal. Oh. Also ich glaube, so kriegt man auf jeden Fall den Stern. Aber wir sollen ja erstmal den Alcano irgendwie rauslocken. Schauen wir erstmal gleich. Tauchen wir nochmal runter hier. Meinen die damit da unten in den Aal, wo wir reingetaucht sind, in das Schiffswrack? Ich weiß es nicht. Wo sind wir hier eigentlich? Oh, da kommt noch Luft raus. Da ist auch hier, da ist auch ein Stern. Ich glaube, den kriegen wir aber nicht, oder? Schauen wir mal. Komm mal so ein Blubberbläschen hoch. Ne, da kommen wir irgendwie, glaube ich, nicht hin, oder? Oh, dann schwimmen wir mal so hin. Gucken, ob das klappt hier. Das wäre ja nice. Das wäre, glaube ich, nichts, oder?
Komm, Mario, streng dich an. Oh nein, die Luft. Mein Gott. Ja, das ist natürlich auch nervig unter Wasser, wenn man ständig Luft holen muss, aber das ist ja auch im realen Leben ist es ja auch so, ne? Da müssen wir natürlich erstmal schnell hoch wieder hier. Aber wo soll denn der Aal sein? Oder ist es wirklich bei dem Schiffswrack, wo wir vorhin reingetaucht sind? Ich habe keine Ahnung. Ach da! Ich glaube, den Aal meinen die hier, ne? Den Kanu. Weiß ich, das müsste der sein, glaube ich. Denke ich mir mal. Ich schwimme da jetzt einfach mal hin hier zu ihm. Ja, nice. Auf jeden Fall ist er na, zumindest ein bisschen raus, aber... die Energie. Nicht gut. Gar nicht gut. Da müssen wir natürlich immer auftauchen hier. Erstmal Luft holen. So. Ja, wir hätten auch noch diesen Weg da unten rechts. Ich könnte da ja mal kurz lang schauen, was da ist. Ja, wo ich hier das letzte Mal in der Welt war, das ist ja ewig her. Ja, 97 kam das Spiel raus und ja, da war das auch so 97, 98 irgendwann. Da hatte ich das Spiel damals zuletzt gespielt. So, schauen wir mal, was haben wir hier denn noch? Okay, schauen wir erstmal hier lang. Dies ist die erste und letzte Warnung. Das Betreten dieser Höhle ist verboten. Wer sich hier ohne meine Erlaubnis Zutritt verschafft, handelt sich eine Menge Ärger ein. Okay. Ja, machen wir trotzdem. Wir sind Mario, wir sind der Mario-Man hier. Das heißt, ja, betreten wir trotzdem die Höhle. Oh, hier gibt es aber ganz schön viele blaue Münzen, wenn man den Schalter aktiviert, ne? Auch nice. Und Goombas haben wir hier auch wieder. Oh, schauen wir erstmal hier im Busch in der Höhle rum. Aber das mit dem Aal, ja, das wird wohl da hinten unter Wasser sein. Das wird wohl der eine, boah, der eine gewesen sein, ne? Was haben wir hier denn noch? Ahoi, Landratte! Es ist doch wohl logisch, dass sich hier unten ein sagenhafter Schatz befindet. Zur Bergung musst du die Kisten in der richtigen Reihenfolge öffnen, klar. Aber ich sage nicht, wie sie lautet. Hehehe. Ja, das ist auch so wie in einem Schiffswrack, wo wir den ersten Stern geholt haben. Schauen wir mal. Das ist schon mal falsch. Das ist nicht die erste. Auch nicht. Okay. Ah, hier ist die erste schon mal. Okay, also die hintere ist die erste. Ah, nicht gut. Dann müssen wir immer erst die erste wieder öffnen. Das ist die zweite, okay. Ah, okay, okay. Dann haben wir jetzt die Lösung einmal hier, hier, dann hier und diese hier. Das wäre auch ein Stern dann. Okay, nice. Dann sacken wir uns natürlich erstmal hier, ja, diesen Stern ein. Schauen wir mal, welcher das war. Oh. Tauche zur Schatzhöhle war das. Okay, okay. Ja, nice. Dann haben wir den schon mal hier. So, dann müssen wir natürlich immer noch den Aal hier befreien. Das war der dritte Tauche zur Schatzhöhle. Okay, okay. Dann machen wir natürlich den Aal jetzt hier. Also nochmal hier rein. Wir können natürlich trotzdem erstmal ein bisschen rumschauen hier und so. So, da hinten ist ja noch das Schiff, was hier oben auf Wasser ist. Ne, das ist jetzt da aufgetaucht, ne? Dadurch, dass wir das Wasser rausgelassen haben aus dem Schiff. Ja, das war ja stimmt. Das war ja vorher hier unten. Und ja, dadurch ist das Schiff jetzt hier oben. Jetzt habe ich das auch geschnallt. Okay, okay. Da kann man auch irgendwie noch rauf hier oben, ne? Oh. Da so hochspringen, weiß ich nicht, ob man das kann. Ich habe keine Ahnung. Wenn das hier jetzt so ein bisschen runterkommt, schauen wir mal. Nee, das wäre. Ich glaube, da muss man über diese Plattform da oben hin. Also hier über diese hier. Dann müsste man sich da so hinschießen mit der Kanone. Ja, dann gehen wir erstmal wieder runter zum Aal. Oh. Und der Stern da,
mit den Blubbles, Blubbliblubs hier, Blubberblubs. Dein Blubbles hier, den weiß ich gar nicht, ob man den so kriegen, keine Ahnung. Ich kann das nochmal versuchen. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Da muss man, glaube ich, bestimmt erst irgendwas aktivieren. Keine Ahnung. Ja, dann versuchen wir erstmal hier den Aal. Wo ist er denn? Wo war der Aal denn noch? Oh. Ja, jetzt müssen wir schon wieder auftauchen, ne? Ja, gehen wir nochmal hoch. Tauchen wir nochmal auf wegen der Luft. Wird knapp. So. Ja, dann können wir natürlich gleich wieder runter. Der war doch auch... Da ist er. Da an der Ecke. Ja, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir am besten nicht getroffen werden von ihm. Wir müssen ihn aber rauslocken irgendwie. Oder ich schwimme so dran vorbei. Ja, jetzt wollte er uns gerade beißen. Kommen wir mal mit der Kamera. Wie sollen wir den dann rauslocken? Keine Ahnung. Komm, komm raus. Ja, nice. Jetzt ist er raus. Oh, nice, nice, nice. Da ist der Stern. Hinten dran einmal. Müssen wir natürlich schnell hinterher. Oder ich tauche erstmal auf. Ich glaube, ich tauche erstmal auf, oder? Und sterben wir gleich. Nein, nicht nice. Gar nicht nice. Schnell, Mario, komm. Oh mein Gott. OMG. Ja, und nochmal runter natürlich. Jetzt schwimmt er ja da immer noch, ne? Oder? Müsste er ja eigentlich, oder? Wo ist er hin? Wo ist der Kahn? Nein. Er ist wieder drin. Oh, das ist ja fies. So, komm, dann komm nochmal raus da. Mach hopp. Komm, schwimm. Wir wollen den Stern haben. Ja, bleiben wir hier ein bisschen in der Nähe. Und da ist er auch schon. Nein. Aber das ist ja ärgerlich. Dann schwimmt er immer wieder zurück in die Höhle. Halt mal B gedrückt. Weiß nicht. Ist man so eigentlich langsamer? Ich glaube, so ist man langsamer, ne? Aber jetzt holen wir den. Ja, nice. Und schon haben wir den. Sehr nice. Nicer als nice in dem Sinne. Nein, jetzt ist der Stern da hinten ganz. Komm, den kriegen wir noch. Ja, nice. Ja, man muss den erst vom Schwanz lösen und dann kann man den erst einsammeln. Okay, okay, okay. Locke den Alcano heraus. Haben wir auch abgeschlossen hiermit. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Jetzt können wir natürlich nochmal reinspringen. Schauen wir mal, welches hier der nächste ist. Ja, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Finde die 8 roten Münzen. Wir können aber auch versuchen, bevor ich jetzt das mit den 8 roten Münzen mache, hier mit der Kanone nochmal an. Ja, uns da hinten so hoch schießen. Ja, da an diese Dinger da möchte ich gerne ran irgendwie. Müssen wir mal ein bisschen höher auf jeden Fall. Schauen wir mal so. Ja, nice. Geschafft. Also muss ich nur schauen, dass ich da irgendwie zum Stern rüberkomme. Ja, sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt schon erstmal jetzt diesen hier eingesackt. Schauen wir mal, wie der heißt. Fliege zu den Steinsäulen. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ah, speichern und weiter. Schauen wir mal, welcher Stern das denn war. Das war schon der 5. sogar. Fliege zu den Steinsäulen. Nicht Stern, sondern Stein. Ja, jetzt hätten wir natürlich die roten Münzen. Die können wir natürlich nochmal versuchen. Schauen wir mal. Also die Muscheln unten haben ja ganz schön viele rote, hatte ich ja gesehen, so vorhin. Dann ist diese Welt hier ja gar nicht mal so groß, weil wir haben die ja schon fast komplett sogar, ne? Das ist ja auch nice. So, schauen wir erstmal hinten rüber. Da wäre jetzt eine, die sacken wir uns erstmal ein, würde ich sagen. Dann nehmen wir erstmal die hier. So, auf dem Schiff da hinten sehe ich gerade, sind 3 Stück. Oh. Die Muscheln unten hatten auch ganz schön viele, ne? Ja, ich würde sagen,
Ich versuche jetzt erstmal zum Schiff hinzukommen. Schauen wir mal. Also erstmal wieder in die Kanone rein hier. Schauen wir mal, schauen wir mal. Dann müssen wir uns ja nur da hinten rüber schießen. Ich schieße mich da mal hin. Ah, nein. Obwohl ich sehe gerade, da sind die Münzen so. Ich glaube, da kann man so hochspringen, ne? Wenn ich jetzt so ein Rückwärtssaldo mache, ja, Tatsache, das klappt auch. Also man muss da gar nicht so hin. Ah, okay, okay. Durch den Schalter kommen wir hier jetzt ja ein bisschen besser rüber in dem Sinne, ne? Ja, nice. Sehr nice. Dann haben wir jetzt schon zwei rote. Aber was ist das? So eine Piratentruhe hier. Kann man die zerstören? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Nee, Mario war gerade platt, okay. Ah, also da kommen wir auch wieder rein hier ins Schiff. Schauen wir erstmal aber, dass wir hier oben hochkommen. Und zwar so einmal. Nice, das geht sogar. Hier haben wir gleich zwei Stück sogar. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir erstmal ins Wasser rein unten. Da sind ja nur noch diese paar Dinger da. Diese paar Muscheln. Beziehungsweise roten Sterne von den Muscheln hier. So, komm, öffne dich, rote Muschel hier. Ja, eigentlich ist es eine pinke Muschel. Nummer 5 haben wir. Sehr nice. Aber er hatte ja nur hier die Muschel, genau. Da können wir eigentlich die einmal nehmen. Und hier gleich mal zu der hier rüber schwimmen. Hier haben wir Nummer 6. Oh, 7 und 8 fehlen noch. Denke mal, hier ist auch noch eine drin. Ah, komm, öffne dich. Sesam, öffne dich. Ja, nice. Auf jeden Fall Nummer 7 hier. Na komm. Oha, oha. Ja, nicer als nice. Dann haben wir nur noch eine einzige. Und die müsste ja eigentlich, ich denke mal, hier hinten in der Höhle sein, ne? Ah, schauen wir mal schnell, dann haben wir die hier. Das war ja in der Welt hier in dem Sinne sehr einfach dann, also. Ah, schauen wir nochmal hier. Die müsste ja irgendwo hier sein, oder? Hm. Zumindest denke ich mir das mal, dass sie hier irgendwo ist. Nö, hier ist sie anscheinend nicht, ne? Ah, das ist natürlich ärgerlich. Hier ist sie doch nicht. Okay. Das heißt, nur noch die achte, die letzte Münze fehlt. Ja, das ist natürlich gar nicht nice. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part geht das auf jeden Fall weiter. Ja, schade, dass wir die 8 nicht mehr gefunden haben. Aber in Part Nummer 11 geht das ja weiter. Und ja, somit haben wir die Wasserwelt ja schon fast komplett abgeschlossen hier. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Also einen Daumen hoch in dem Sinne. Ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das machen würdet. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr nichts verpasst auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.